Ja, das ist eine Sache, die tatsächlich geht und die geht schon sehr lange sogar. 2005 hat man angefangen, die Hochschulzugangsgesetze zu ändern. Da musste man Meister sein, Handwerksmeister, um studieren zu können. Mittlerweile ist es so, seit 2010 kann jeder eine Fachhochschule besuchen, der eine Ausbildung hat und 2 Jahre gearbeitet hat. Also der praktisch, das nennt man einen Hochschulzugang über berufliche Bildung. Und eine andere Variante ist, dass wenn man in der Ausbildung zusätzliche Stunden an der Schule macht, erhält man mit der Ausbildung auch eine Fachhochschulreife und kann dann damit auch in ein Studium einsteigen. Das heißt, im Grunde geht gar nicht viel Zeit verloren. Es hatte für mich viele Vorteile. Ich hatte das ja in einem anderen Video gesagt, nämlich dass ich bin arbeiten gegangen, ich habe auch mein Geld verdient, ich konnte mich bewegen und habe zusätzlich diese Stunden gemacht und damit meine Hochschulzugangsberechtigung bekommen. Und das jetzt sei aus dem Nähkästchen geplaudert. Mein Hauptschulabschluss war mit 2 Fünfen und alles Vieren. Und insofern, die Noten sind in der Schule sicher wichtig, aber es gibt noch mehr. Und deswegen, ja, kann man. Man kann auf einem ganz normalen Wege über eine Ausbildung auch die Berechtigung zum Hochschulstudium erwerben.